Moin Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Gothic 2 die Nacht des Raben. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und im letzten Part haben wir ein Banditenlager leer geräumt. Haben erfahren, wo der eine Lehrling von Torben ist. Das müssen wir Torben unbedingt berichten, wenn wir wieder back in der Stadt sind. Hier sind noch ein paar Arschlöcher, die wir mal eben kaputt machen wollen. Arschlach. Und jetzt wollen wir uns zum Söldnerhof begeben, nochmal schauen, ob wir das Ding wiederbekommen, was wir wahrscheinlich für Kriegssachen verkauft haben, aus Versehen. Und dann werden wir uns zurück in die Stadt begeben, weil wir da einiges, was wir auf unserer großen Reise zum Söldnerhof gelernt haben oder mitbekommen haben müssen, dann müssen wir da einiges berichten. Haben wir so einiges zu berichten. Und das haben wir zu berichten und das müssen wir auch berichten und das tun wir. Denn das müssen wir. Das ist ganz wichtig hier, ne? Wisst ihr ja, so. Gehen wir mal hier hoch. Okay. Ich nehme das jetzt einfach nochmal. Mach mich nochmal um das zweite Ding da. Dann ist das zweite Ding da dran. Und den zweiten Burger. Goodbye, everybody. Ich gehe schon mal zu dem Söldnerhof. Heilpflanzen, die müssen wir immer holen. Ich hab gemerkt, wie wichtig die sind. Wir übersehen die gerne und dann nehmen sie mal nicht mit aus. Weil wir zu faul sind, uns die Zeit zu nehmen. Das ist gar nicht gut. Ich hätte was anderes gemacht. Wusste gar nicht, dass wir von diesem Hof aus dahin kommen. Das ist eine schöne Abkürzung. Weil es kein richtiger Weg ist halt. Ja, wenn man den Weg verlässt, kommen manchmal heftige Biester, aber man kann noch einiges entdecken. So. Gut. Ja, das Spiel ist 10 Jahre alt, ne? Und dieses Wasser geplätschert, die Musik, das bockt richtig. Wie sie das alles gemacht haben, ey. Ich liebe das Spiel, Mann. Was? Die hat schon aufs Maul gekriegt? Lol. Yeah, Level Up. Wir haben jetzt 20 Lernpunkte. Bald können wir auch in der Stadt, wollen wir nochmal wieder auf Stärke skillen. Wo ist denn Stärke? Achso, jetzt haben wir jetzt 61, da weiß nicht, vielleicht kommen wir auf 71 oder so. Ja, da müssen wir jetzt nicht alles klären. Wir müssen jetzt erstmal zum Söldnerhof. Ich bin nämlich richtig gespannt, ob ich das Teil nochmal wiederbekomme oder eben nicht. Bin ich richtig gespannt. Ist das überhaupt schon der Söldnerhof oder ist das hier? Das ist doch die Hütte, wo Greg war. Wir sind so ganz und gar nicht zur Toten. Was? Ach so, nee. Das ist nicht das, wo Greg saß, glaube ich. Es ist schon noch woanders. Nach Corines. Zum Großbauer. Zum Kloster. Gehen wir mal Richtung Corines. Zur Harpine. Da haben wir auch nette Bekanntschaft gemacht, aber. Ach so, ich bin ja auch ein bisschen verwirrt. Hä? Wir waren doch bei dem Steinkreis. Ich schau mal eben auf die Karte. Ist gerade etwas verwirrend. Da ist die Landkarte. So. Wo ist die? Oh, schön, wir haben uns so richtig schön scheiße entfernt vom Söldnerhof. Dabei waren wir gerade so nah dran. Alter Schwede. Ich glaube, wir müssen uns jetzt nach links begeben. Also in diese Richtung. Es ist richtig zur Gefängniskolonie auch noch. Ach du Schreck, was geht denn hier vor? Ich gehe einfach mal lang, ne? Wir werden schon irgendwann, ich will schon seit sehr vielen Parts zurück in die Stadt, mir ist es aber noch nie so wirklich gelungen. Ich glaube da vorne, das kommt mir ein bisschen bekannt vor. Ich speichere auch gleich nochmal, das ist mir hier sehr unheimlich. Ich will auch mal schlafen, in der Nacht wird es mir hier echt zu düster. Nein, eigentlich nicht, aber ist schon besser, wenn wir am Tag das alles machen, weil nachts kommen auch die heftigeren Viecher und so. Und, ach, da vorne ist hier der Söldnerhof. Oder kurz davor. Ich glaube, dieser eine Hof, da müssen wir einfach noch geradeaus weiter. Auf jeden Fall sind wir auf dem richtigen Weg. Und wenn ich mich nicht irre, waren wir auf diesem Hof schon. Würde mich sehr wundern, wenn wir hier noch nicht gewesen wären. Aber ich glaube, das ist der Hof. Oder welcher Hof ist denn da eigentlich? Er wusste es ja besser. Nee, ist es jetzt der, den ich denke, Malek? Genau, das habe ich auch gesagt. Alles klar. Alles sicher? Das ist wirklich nicht
Was machst du hier? Ich bin nur Schafhirte. Achso. Aber zuweilen muss man ganz schön auf... Was weißt du über den Pass? Nicht viel. Nur, dass er zum alten Minental führt, das bis vor ein paar Wochen noch von der Barriere Damals war die monatliche Karawane, die alle möglichen Güter ins Minental brachte, das Einzige, was wir Bauern zu fürchten haben. Diese Halsabschneider haben uns... Okay, wo finde ich den Pass? Wo finde ich den? In der Nähe der beiden Wasserfälle. Du weißt schon. Was? Alles Mögliche. Nachts wollen einige der Jungs Schreie von dort gehört haben. Manche haben seltsame Lichter über den Bergen gesehen. Aber wenn du mich fragst, sind das alles Ammenmärchen. Ist schon spannend, was du... Warst du schon? Nein, ich bin nur ab und zu in der Nähe des Passes. Ich sehe dann immer diese beiden Paladine da herumstehen. Mhm. Es sieht so aus, als ob sie darauf aufpassen, dass nichts aus dem Tal mehr... Damals war das Minental ein natürliches Gefängnis. Bist du einmal reingegangen, kamst du nicht wieder raus. Erzähl mir mehr über die Paladine. So... Ich schätze mal 1 bis 2 Wochen. Ganz genau weiß ich. Bei einiger Zeit ist sogar ein ganzer Trupp von ihnen im Pass verschwunden. Seit habe ich sie nicht wieder gesehen. Ich sehe aber gar keine. Ich sehe ja gar keine. Das hast du richtig beobachtet. Das ist sozusagen. Genau, jetzt ganz gut, denke ich. Überarbeite ich nicht. Ich werde mich bemühen. Okay, dann schaue ich nochmal auf die Karte, ob wir uns jetzt noch weiter entfernt haben oder ob wir eher ein bisschen näher gekommen sind. Das ist also doch noch nicht wahr. Oh, wir sind deutlich näher gekommen. Gut, dann, So, ja, was sollen wir jetzt auf dem Hof? Wir können hier schlafen, wir können hier, was weiß ich. Doch, hier waren wir schon, Banger, das ist der Hof. Müssen wir jetzt einfach... Der Söldnerhof, also, jetzt verstehe ich's, jetzt gehen wir gleich wieder die Treppen runter. Das heißt, wir sind in einem Kreis gegangen. Ach du Schreck, langsam bin ich richtig verwirrt, was geht hier vor? Hier sind die Wasserfälle. Wie kommen wir denn jetzt zum Söldnerhof? Ach du Schreck. Ich schau mal, ob wir jetzt irgendwie unter dem sind oder über dem, was weiß ich. Wir gehen praktisch direkt drauf zu. Das heißt, dass der hier über irgendwie irgendwo sein muss. Das heißt, wir springen mal eben hier hoch. Hier haben wir eine bessere Aussicht. Ich kletter hier mal ein bisschen rum. Ich glaube, ich speichere erstmal. Das ist ein bisschen gefährlich. So, also. Gut. Was geht hier vor sich? Wo ist der Söldnerhof? Ist, glaube ich, gar nicht so schlecht, meine Idee, das hier zu machen. Ja, wir entfernen uns schon wieder von dem, ne? Ich schau mal auf die Karte. So, von dem. Obwohl, nö, wir gehen noch ein Stück drauf zu. Ist hier nicht irgendwo der Turm, wo wir den Feuerbogen bekommen haben, da wo Dexter und alles passiert ist? Boah, ist das eine geile Aussicht. Auf jeden Fall, da ist Feld. Das heißt, wir müssen hier irgendwo hier runter. Das schaffen wir aber niemals lebendig. Scheiße. Ich will es um Söldner auf. Ich bin richtig gespannt, ob meine Sachen da noch sind. Gut. Da ist die Treppe irgendwo. Da müssen wir dann wohl jetzt hin. Oh, ich will das heute noch schaffen. Ich habe aber nicht mehr viel Zeit. Ich will heute noch wissen, ob meine Waffe da ist. Diese Spitzhacke, die wir brauchen, oder was auch immer das war. Das will ich jetzt noch wissen, Mensch. Da ist dieses Banditenlager. So. Dann bis zum nächsten Part. Ich gehe noch kurz zum Söldnerhof. Bis dann. Ich mache das jetzt offscreen. Zum Söldnerhof. Den Weg wird man schon finden. Ciao.